Zum Sport jetzt. Am 10. Jänner sind Graz und Schladming Schauplätze der Special Olympics Pre-Games. Das ist die Generalprobe für die Winterspiele der Special Olympics, die dann in einem Jahr in der Steiermark ausgetragen werden. Mehr als 1500 Sportlerinnen und Sportler aus 26 Nationen werden an diesen Pre-Games teilnehmen. Wir haben zwei von ihnen auf ihrem Weg begleitet. Birgit Gebhardt, 32 Jahre, aus Thal bei Graz. Disziplin Riesenturnlauf. Mein Wunsch, ersten Platz, finde ich. Im Sommer ist Birgit Stammgast bei Special Olympics. Im Winter feiert sie Premiere. Dafür trainiert sie im Lachtal mit Coach Andrea Glatz. Auf die Plätze, Birgit. Fertig. Los. So, ja, Schwung nach links. Und rein ins erste Tor. Jawohl. Und das nächste Tor. Rund herum. Jawohl. Und zum dritten Tor. Nach links wieder. Ja, sehr gut. Super, Birgit. Die Birgit fährt seit ihrem 13. Lebensjahr Ski. Das heißt, rund 20 Jahre beschäftigt sie der Skisport schon. Und sie hat in dieser Zeit sehr viel zu ihrem Selbstbewusstsein und zur Selbstsicherheit gefunden. Und jetzt in der Zeit, wo sie das Skifahren gelernt hat, haben die Eltern sie sehr unterstützt. Birgit träumt von Gold bei den Special Olympic Pre-Games. Genauso wie Stefan Pospischil, 27 Jahre, aus Fernitz. Disziplin Langlauf. Beim Training in Hohentauern wird auch er von Andrea Glatz gecoacht. Und die 500 Meter, die zum Laufen sind, die wirst du locker packen. Das war jetzt ein super Training, Stefan. Der Stefan ist in diesen 4 Jahren, seitdem er den Langlaufsport betreibt, sehr selbstsicher und selbstbewusst geworden. Und die Gemeinschaft hilft ihm, auch in der Arbeit voranzukommen. Sport, der Motor im Leben von Stefan. Auch er will bei den Special Olympics der Beste sein. Nummer 1.